Hallo, hier ist die Dela. Ihr kennt mich aus so Erfolgsformaten wie dem Delas Astercast oder kenn ich gut deine Gast oder Mesh unter Messer. Und bei dem großen Haufen der Delas Aster Productions haben wir jetzt ein neues bzw. altes Format. Und dazu habe ich zwei Menschen eingeladen, wobei Mensch auch schon wieder schwierig ist, nämlich den Hendrian. Hallo Hendrian. Und den wundervollen Flo. Hallo Flo. Ich habe einen großen Haufen auf die Delas Aster Productions gemacht. Ja, liebe Freunde, wer mich hört, weiß, dass ich mit den beiden Chaoten sehr gut zurechtkomme. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich die beiden als mein bevorzugtes Schmerzmittel konsumiere. Und dass ich deswegen ein großer Freund des Podcasts Alt und Verbissert war. Da gibt es allerdings ein paar technische Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, Andrian, möchtest du die kurz ausführen? Ich war zu doof, die Rechnung zu bezahlen. Ihr seht also, ein rein technisches Problem. Und dadurch ist der eigentliche Alt und Verbittert-Feed tot. Damit ich aber in meinem Leben nie mehr auf Alt und Verbittert verzichten muss, habe ich jetzt beschlossen, wir werden das technisch so lösen, dass wir diesen Feed und alle neuen Folgen, die vielleicht irgendwann mal kommen, einfach als separate Unterrubrik des Delas Astercast auf meine Webseite mitkippen. Ihr könnt das als einzelnen Feed abonnieren, wenn ihr also das Gekasper haben wollt, aber nicht mein Gekasper, dann könnt ihr das ohne Probleme als separaten Feed abonnieren und kriegt nur die Alt- und Verbittert-Sachen. Wir wollten euch nur darüber informieren, falls ihr Alt- und Verbittert sucht, dass die ab jetzt bei mir zu finden sind. Es wird mir eine Ehre sein, mit euch zu arbeiten. Hört den Delas Astercast. Ich nehme diesen Pott nicht an. Alles klar. Und da wir, wie gesagt, eh so ein incestuöser Haufen sind, der jeweils beim anderen ständig sowieso zu hören ist, denke ich mal, macht das für euch auch keinen großen Unterschied. In diesem Sinne, zur Kenntnisnahme, lasst euch gut gehen, schönen Abend noch, ciao. Ciao. Wiederhören.